Grundsätzlich sehen wir zwei Marktanforderungen in Bezug auf die Steuerung. Das eine sind steigende Maschinenanforderungen, das heißt mehr Achsen, mehr was gerechnet werden muss. Weitere Digital Services, starke Vernetzung in Bezug auf Industrie 4.0 und das bedeutet mehr Performance in der Steuerung. Der zweite große Trend ist die Datenintegration, losgelöst von der Steuerungsanforderung. Das heißt zum Beispiel Integration von einem Kamerasystem, sei es Datenbankenquellen, sei es die Verarbeitung von Daten zur Weiterleitung in die Cloud. Und die Lösung zeigen wir hier auf der SPS. Wir präsentieren hier auf der Messe die neue C500 Steuerungsreihe. Das ist die Reihe mit den leistungsvollsten Prozessoren, die wir im Programm haben. Das sind Intel i7 Core-Prozessoren mit 2,8 GHz, die einfach genügend Rechenleistung für die zukünftigen Anforderungen bieten. Das Besondere bei dem C750 ist die Verschmelzung von einem IPC mit einer PLC in einem Gehäuse. Das heißt, wir haben hier ein Gerät, was sowohl die Standard-PLC-Aufgaben wahrnehmen kann, als auch Daten integrieren kann. Sei es von einem Kamerasystem, sei es Datenbankenanwendung, sei es die Datenvorverarbeitung für die Cloud. Insofern kann man bei diesem Gerät sagen, IT meets OT in einem Gehäuse.